Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr sitzt im Hintergrund. Heute noch mal in der Weichsack-Arena am Start zusammen mit Schmocki. Was geht ab? Uga, 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 la, uga, la, la. Das hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht, aber gut. Auf jeden Fall, Leute, ihr sitzt im Hintergrund. Wir sind halt wieder nicht alleine. Wir haben wieder 14 Leute mit am Start, die heute probieren zu gewinnen. Was geht ab? Seid ihr alle gut drauf? Ja, ohne Fall. Ja, sind schon gut drauf. Egal, das wird heute auf jeden Fall eine geile Runde, Leute. Wir haben unter anderem noch Skonk dabei, der hier als Special Guest mit am Start ist. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der da? Und Leute, heute haben wir natürlich auch wieder einen Preis hier mit am Start. Und zwar der Gewinner bekommt zwei Sachen aus dem Fortnite-Shop. Man kann jetzt ja auch Geschenke kaufen, der da hinten... Digga, geht's dir gut? Ich glaube, der ist Leichtathlet oder so. Der ist voll am Turn hier. Auf jeden Fall, Leute, man kann zwei Sachen gewinnen. Und ja, ob das jetzt ein Skin ist oder eine Tarnung oder so, ist komplett egal, wo man Bock drauf hat. Und man darf am Ende sein Instagram ein bisschen pushen und so. Aber Leute, ganz am Anfang, geh nochmal Grüße ans Bauteam raus, die Map gebaut haben. Allein dieses Logo da oben. Alter, heftig krank. Und wir haben heute wieder viele coole Minigames am Start. Aber wie das Ganze hier funktioniert und was genau für Minigames wir haben, das seht ihr jetzt erstmal im Erklärungspart, Leute. Let's go. Okay, Leute, Weichsack ist im Großen und Ganzen mega simpel aufgebaut. Ich bin quasi die Person, die einfach Befehle gibt und alle anderen Leute müssen es befolgen. Wenn ich zum Beispiel sage, Weichsack springen, müssen halt alle springen. Und jeder, der nicht springt, kriegt dann Headshot und ist dann somit raus. Wenn ich aber sagen würde, normal, okay, springt mal und dann jemand springt, dann ist er quasi auch raus. Denn man darf nur Sachen machen, wenn vorher kommt, Weichsack. Natürlich wird die ganze Folge nicht nur sein, der Vive sagt springen, der Vive sagt tanzen oder was auch immer, Leute. Wir werden auch richtig coole Minigames machen. Denn auch heute, hier sitzen mit der Grund, haben wir wieder mega krasse Games am Start. Und zwar zuallererst hier oben eine richtig fette Spleef Arena, wo es einfach nur gilt, sich mit der Desert Eagle, den man ganz oben sieht, einfach sich gegenseitig den Boden wegzuschießen und ja, quasi den anderen Gegner zum Runterfallen zu bringen. Und der Erste, der halt ganz unten ankommt, hat halt quasi die Runde verloren. Danach geht's weiter mit Reise nach Jerusalem. Das sollte jeder noch aus dem Kindergarten kennen. Es läuft Musik und ja, wenn die Musik ausgeht, muss man halt auf diese Podeste springen und ja. Es wird immer jede Runde ein Podest weniger sein. Und die, die halt raus sind, sind halt quasi raus und haben dann auch damit verloren. Dann haben wir noch einen kleinen Deathrun am Start, Leute, der ja ganz cool aufgebaut ist mit ein paar Fallen und so. Ist jetzt kein krasser Deathrun, aber einfach, ne, ihr wisst schon Bescheid. Und zu guter Letzt haben wir da noch ein Editing Battle, Leute. Man muss sich quasi hochbauen, immer mit Treppe, Boden, Treppe, Boden. Ihr seht es gerade im Hintergrund, genauso muss das aussehen. Und sobald man oben angekommen ist, muss man sich runter editieren und quasi der Erste, der unten wieder ankommt, hat gewonnen. Und ja, Leute, so spielen wir die ganzen Sachen durch, bis am Ende zwei Spieler überleben. Und mit diesen zwei geht es dann in die finale Endkampf-Arena. Was sich aber dahinter verbirgt, Leute, ihr seht, hier ist alles schwarz. Keine Ahnung, ich weiß es selber auch nicht. Denn meine Mapbauer haben das Ganze so gemacht, dass ich keine Ahnung habe. Dahinter kann alles sein. Da kann noch ein Deathrun sein, da kann ein Parcours sein, da kann was weiß ich was sein. Das werden wir halt am Ende sehen, Leute. Heute gibt es zu gewinnen zwei Sachen aus dem Shop, wie eben schon gesagt. Ganz egal was, kann man selber entscheiden. Und ich würde sagen, wir labern nicht zu lange drum herum, Leute. Wir fangen an. Let's go und viel Glück an alle Mitspieler. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir labern nicht zu lange drum herum. Wenn ihr alle bereit seid, Vive sagt, dann springt einmal. Okay, Leute, alle sind ready. Dann würde ich sagen, Vive sagt, ducken. Spring. Tja, bang, bang. Digga, einfach direkt die zweite zwei Leute raus. Egal, ducken. Ja, Bruder. Tut mir leid, Bruder. Ey, bang. So, und jetzt würde ich sagen, noch einmal springen. Okay, es läuft schon langsam. So, Schmocki, willst du auch noch mal kurz mal hier zum okay. Intro ein bisschen was raushauen? Ja, Schmocki sagt, kommt mal alle um uns rum und formt einen Kreis um uns. Okay, Schmocki sagt, lauft im Uhrzeigersinn im Kreis um uns rum. Die schauen sich so an, hä? Die Uhr, wie rum geht die nochmal? Im Uhrzeigersinn. Digga, hier, du läufst falsch rum. Ja, jetzt gecheckt, jetzt gecheckt. Ja, aber du, hallo, du kriegst auch eine Chance. Uhrzeigersinn ist in die Richtung, genau. Okay, doch, klappt, ja. Digga. Okay. Alle laufen in die eine Richtung. Ja. Und jetzt, warte. Smoky sagt, der Letzte, der auf der Bühne ist, stirbt. Oh! Das ist voll unfair. Das können wir eigentlich nicht bringen. Weil ja, die Leute, die hier waren bei dem Uhr-Ding. Ja, das ist halt Pech, Digga. Ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mit dem ersten Minigame. Deswegen, Vive sagt, einmal alle mitkommen. Vive sagt hier auf die Arena, hier alle vor mich in einer Reihe aufstellen. Okay, Leute, starten wir mit dem ersten Minigame und zwar hier in unserer fetten Spleef Arena. Jeder, der das noch nicht kennt, ihr habt es ja gerade im Erklärungspart schon gesehen. Nochmal für euch Spieler hier, ihr bekommt jetzt eine Desert Eagle, also sechs von euch spielen nur mit, die werden wir jetzt gleich noch auslosen. Und ihr müsst euch quasi einfach runterschießen. Ihr müsst euch nicht gegenseitig abknallen, das Ziel ist nur den Boden wegzuschießen und der Erste, der halt ganz unten ankommt, der hat halt verloren, Leute. Ich gerne mögen. Ey, wie krass. Habt ihr Bock, Jungs? Ab geht's! Und dann würde ich einfach mal sagen, auf ganz entspannt, Vive sagt, es geht los in 3, 2, 1, go, Digga! Oh, Digga! Da werden hier schon die Schüsse gezielt. Boah, Skonk hier mit dem Movement. Und, no, er ist unten. Drei Leute sind aber noch ganz oben. Und zwei weg! Let's go! Okay, der eine kann jetzt hier oben bleiben und einfach die ganze Zeit chillen.
Hier unten geht's schon spannend weiter. Oh, Junge! Okay, paar sind schon noch weiter unten. Sorry, ich laufe hier auch durch. Oh Gott, ich wurde gespleeft. Egal! Ey, warte, ist hier noch einer? Ne, hier unten. Okay. Also bei einem läuft es noch brutal. Der ist noch relativ weit oben. Ist er noch ganz oben? Ich glaube schon. Okay, muss los. Wir müssen schon mal eins runter. Oh, oh. Ist noch eine eins runter. Okay, für ihn sieht es schon mal nicht gut aus. Wer kommt zuerst unten an? Wer kommt zuerst unten an? Oh, shit. Boah, da betteln sich zwei. Oh, shit. Oh, Gong shit. Und uns. LOL. Gong. Das war gleichzeitig, oder? Ja, es war ziemlich relativ gleichzeitig. Die waren gleichzeitig. Okay, komm mal, die beiden kommen mal her. Zu mir in die Ecke. Die anderen gehen alle wieder in ihre Wand. Vive sagt, an der Wand hinten bleiben. Und es geht weiter. Das Spiel geht weiter. Der als allerletztes noch überlebt und oben ist, darf unten einen von den zwei hier abknallen. Links oder rechts. Oh, Digga. Da ist der nächste, der raus ist. Du kannst schon mal zur Wand gehen. Vive sagt, geh zu den anderen. Boah, er macht schlau, Digga. Er baut Trümmer. Oh, er ist runter. Er ist runter. Nein. Ja, moin. Und wir haben den Gewinner. Einmal runterkommen. Wir haben nämlich hier zwei, die beide gleichzeitig unten waren. Und du hast jetzt die Ehre, zu entscheiden, wer von den beiden stirbt. Wer stirbt? Oh, und der letzte Gong am Leben, Digga. Let's go, okay. Vive sagt hier jetzt, alle einmal in der Reihe vor mir aufstellen. So, Leute, das zweite Minigame ist Reise nach Jerusalem. Jeder sollte es kennen. Wir haben hier in dem Fall jetzt keine Stühle, aber so Podeste. Fangen wir an mit Reise nach Jerusalem in 3, 2, 1, go. Was soll ich tun? Ich hab da eine Idee. Oh, die mit dem Black Shield. Es ist noch ein Platz. Es ist doch noch ein Platz. Geh doch einfach auf den Platz. Jungs, jetzt hat doch jeder einen Platz. Die erste Runde ist doch mit 8. Okay, also ich denke mal, alle haben es jetzt verstanden. Das Problem ist, wir können diese kleinen Stühle oder Podeste hier nicht zerstören. Also man kann gegenschlagen, es passiert nichts. Deswegen, ab jetzt gilt der hier nicht mehr. Also jeder, der hier drauf geht, stirbt. Und jetzt jede Runde wird einer wieder ausscheiden von diesen Podesten und einer uns Spieler. Deswegen, ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Es lädt! Es lädt! Hä? Ich mache a cappella. Scheiße, Mann. Okay. Ah. Ja, Mann! Oh! Oh! Ja. Excel, wo stehst denn du, mein Schatz? Digga, was hast denn du vor? Tut mir leid, Digga. Leider ist Iron Luke jetzt auch raus. Oh, shit. Ja. Stopp. Oh. Ja, das ist jetzt scheiße. Ne? Tut mir leid, Digga, ich muss sie jetzt töten. Das wäre das unfair den anderen gegenüber. Bruder. Ehre. Wenn ihr alle bereit seid, wie gesagt, der eine darf nicht mehr benutzt werden. Letzte Runde und ab geht's. Dieser Rapper ist krass, Digga. Ich glaube, den Part hören wir krass, Digga. Der Talent, Mann. Weil ich ein bisschen Klickbeite. Ey! Ja, ich glaube, hier hat einer die Regel nicht so ganz verstanden. Oh. Der gilt doch nicht mehr, der war doch raus. Und er springt da drauf und guckt sich noch so um. So, und wer verliert, wer? Hä? Egal, Leute, let's go. Somit ist das Minigame auch beendet. Glückwunsch an die, die jetzt hier überlebt haben. Kommt mal mit. Och, Digga. Och, nee, Digga. Och. Nee, Digga. Aua, das ich hab jetzt nicht aber gesagt. Viele. Ja, was soll ich sagen, Junge? Okay, Vivesack, kommt mal mit. Ja, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar mit dem nächsten Minigame, dem Death Run, Leute. Ihr seht es im Hintergrund, wir haben hier vier verschiedene Bahnen. Ist ein relativ simpler Death Run. Also was heißt simpel? Man muss halt Fallen auslösen können. Zuerst muss man hier einmal drüber kommen, dann auf diesen Teilen weiter und muss halt diese Fallen baiten. Und das ist halt relativ schwer, ob man das schafft oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Schmocki, wir müssen jetzt hier wieder vier Leute raussuchen, die den Death Run machen. Und dann würde ich sagen, Vive sagt, es kann... jeder auf eine Spur. Digga, geht einfach auf Skonk-Spur. Vive sagt, let's go. Oh, bitte nicht sterben, Jungs. Bitte nicht sterben, Jungs. Oh, ihr müsst auf die Pfeiler, ne? Nicht auf den Boden. Ja. Und fallen jetzt. Passt auf, Digga. Passt auf. Digga, wie soll man das machen? Hä? Die löst gar nicht aus? mit Aber wenn man runterkommt, okay. Low! Oh, einer ist schon tot. Skong schafft das hier. Oder? Er baitet. Oh, schön ausgelost. Er baitet und hat's geschafft. Skong ist somit weiter, Digga. Ist noch einer gestorben?
Ja, einer probiert's noch. Dünn, okay. Er schafft's, Digga, let's go. Okay, dann kommt mal wieder, Weichsack, kommt alle wieder nach vorne. Alle zu mir hier vor dem Parcours. Da würde ich sagen, wir haben einfach nur noch 3 Leute, die drin sind und Skonk hat einfach, Junge, er lebt noch. Was geht ab? Deswegen, ey, Leute, springen. Ah, ihr seid schon. Nee, Spaß, ducken. Der Weif sagt, springt. Ducken. Junge, mach doch mal! Okay, der Weif sagt, dreht euch 2-mal im Kreis. Das habt ihr aber schön gemacht. Schmocki, willst du auch noch mal kurz? Schmocki sagt, ducken. Schmocki sagt, dreht euch um. Schmocki sagt, dreht euch im 45-Grad-Winkel nach links. Digga, aber treib mal vor. Schmocki sagt, duckt euch 3-mal und dann springt 2-mal. Schmocki sagt, duckt euch. Schmocki sagt, spring. Dreht euch einmal. Oh, die okay, sind die so sind gut, Junge, die sind so krass, gut. Die sind schon krass, die sind schon gut. Komm mal, Vivestar kommt mit. Da? Mega geil. Vivestar kommt mit. Keine Sorge, der Gewinner hiervon ist Safefighter. Also die ersten 2 kommen dann ins Finale. Jetzt geht's um alles oder nichts. Die letzten drei Plätze. Wer wird jetzt hier Dritter? Entscheidet sich jetzt in dem nächsten Minigame. Und zwar seht ihr links schon mal, wie das Ganze nach oben gebaut ist. So müsst ihr euch jetzt einmal hochbauen, wenn ich sage Go. Und euch am Ende runter editieren. Nichts kaputt machen, nur editieren. Und ja, der, der als Erster wieder unten ankommt, der hat dann quasi gewonnen. Beziehungsweise die ersten 2, denn der letzte ist dann leider raus. Und ich würde sagen, Schmocki, wir gehen jetzt mal hier nach oben. Der Vive sagt, das vorletzte Minigame startet in 3, 2, 1, go! Jetzt geht's hier um schnelles Bauen, Digga. Jetzt geht's hier um schnelles Bauen. Okay, egal. Skonk hier mit der Führung, hat sich aber verbaut, muss editieren. Oh, shit! Leute! Skonk ist oben angekommen und er fängt an zu editieren. Und, Digga! Junge, was ist das? Ja! Wie schnell! Da ist er unten. Ey, die Rainer ist aber, oben. Ja, ganz oben, editieren. Die ist auch schon unten jetzt. Skonk hat's geschafft und... Bam! Schade, Digga. Ja, du brauchst nicht mehr weiter editieren. Du bist leider schon raus. Kargop ist damit raus, Digga. Damit haben wir 2 Finalisten am Start für die heutige Folge. Glückwunsch an die 2 Boys hier, Digga. Skonk einfach. Und wer bist du denn? Okay, Racing Raymond 1, Digga. Ab geht's. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt zum Finale. Und das Krasse ist, was da als Finale das Minigame ist, weiß ich selber nicht. Vive sagt, folgt mir mal alle. Guck mal, das sind so Pros, Digga, die bleiben sogar hinten stehen, weil ich nichts gesagt habe, Alter, was geht hier ab? Denn wie gesagt, Leute, die Map hier ist ja von meinem Bauteam und die bauen das Ganze und die haben mir jetzt so ein Secret fürs, ja, für ganz am Ende gezeigt, wo ich selber keine Ahnung habe, was das für ein Duell sein wird. Vive sagt, kommt mal hier alle zu mir und jetzt schießen wir das hier mal auf und checken einfach mal, was sich dahinter verbirgt. Geil. So. Oh, ich sehe schon so ein klein bisschen. Digga! Was ist das? Boah. Oh mein Gott! 1v1 Arena. Es sieht zu krank aus. Es ist eine 1v1 Arena. Oh mein Gott, A Vive sagt, an die 2 Spieler betretet die letzte Arena. Kommt rein. Dann würde ich nämlich sagen, Schmocki, bist du bereit fürs Finale? Yes. Oh shit. Wir starten jetzt mit dem Finale. Ihr könnt das 1 gegen 1 beginnen in 3, 2, 1, go. Oh shit, Digga. Oh shit. Oh, Digga, beide bauen schnell. Skonk aber hier deutlich schneller. Ist er schon relativ weit oben. Und Sprayt ist jetzt erstmal los. Er baut sich safe ein. Digga, aber jetzt war... Junge, die bauen ja beide hier richtig krank. Okay, Skonk hat hier aktuell noch den High Ground am Start. So, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter hoch. Wir haben ja hier die Möglichkeit, hier hochzugehen. So, hier wird gebaut und gebaut. Die haben alle unendlich Mets. Skonk gibt den ersten Shotgun-Schuss ab. Und Skonk darf hier heute nicht gewinnen, Digga. Ich will jedem einen Skin schenken, aber ihm nicht. Deswegen an den Gegner, zieh durch. Und da ist der Schuss. Er editiert. Er baut wieder zu. Digga, Skonk hat hier ganz klar den High Ground. Er hat hier ganz, ganz klar den High Ground. Und ich glaube auch nicht, dass er den wieder abgeben wird. So, er gönnt sich. Ist, glaube ich, gerade... Was machen die? Er baut das ist schwierig. Skonk, Digga. Und er geht runter. So, Skonk oben, Digga. Wieder High Ground. Und jetzt... Oh, das könnte jetzt hier das Ende sein. Aber spannendes Match, Digga. Das ist richtig spannend. Die bauen gut. Und der eine baut sich auch die ganze Zeit wieder safe ein. Oh! Und was? Das kommt drauf reingefallen. Nein, was ein Move. Was? Warte mal. Skonk wollte seinen Boden replacen und
Ja, Rayson hat ihn wieder dafür bestraft. Oh, Loser-Tanz, Bruder, was ist los? Also. Okay, was geht ab? Hi. Was geht? Oh, süß. Auf jeden Fall Glückwunsch, hast echt gut gespielt und der Kampf gerade. Digga, ich dachte, ohne Scheiß, ich dachte gerade Skunk gewinnt, weil er immer Highground hatte, schneller gebaut hat, aber ja. Deswegen Glückwunsch an dich, hast du einen YouTube-Kanal oder so? Nein, hab ich nicht. Instagram? Gut, dann lassen wir das mit der Werbung. Aber egal, du kannst dir zwei Sachen aus dem Shop aussuchen. So, dann sag mal, was willst du haben? Was willst du haben? Sonnenvogel-Skin. Sonnenvogel, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ah, hier, der Sonnenvogel-Skin. Okay, oh mein Gott. Kann in 2 Tagen wieder Geschenk erhalten. Was? Ja, du musst 2 Tage mit ihm befreundet sein. Okay, scheißegal. Ich lasse dich in der Liste und ich verspreche dir hoch und heilig, du kriegst in 2 Tagen deinen Skin. Komm in 2 Tagen auf den TS, okay? Ja. Du bekommst dann deinen, okay, nicht den Skin, der ist dann wahrscheinlich nicht mehr da, aber ich hoffe, an dem Tag kommt was richtig Krasses, was ich dir dann schenken kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Schaut gerne auch bei Schmocki vorbei. Danke auch, dass du am Start gewesen bist. Kein Problem, Bruder. Du gleich ans andere Ende der Welt fliegst, aber man kennt ihn. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, mal teilzunehmen, dann checkt mein Instagram ab. Da lade ich dann mal ab und zu so Stories hoch, wenn ich das aufnehme. Und die ersten, die dann hier sind, werden dann quasi reingemoved. Und dann würde ich sagen, ja, Leute, war eine heftige Folge. Haut rein. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video und Peace.